schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Spiel der Spiele in Wien. Zum Duell Grün gegen Violett. Und seit Freitagabend steckt in diesem Duell noch viel mehr Brisanz als ohnehin. Seit dieser deutlichen Niederlage der Salzburger in Ried. Und deshalb hat Rapid also heute die Chance, den Rückstand auf die Salzburger auf 7 Punkte zu verringern. Aber das Thema Titelentscheidung ist in Hütteldorf sowieso abgehakt. Glaubt man Peter Bakult, aber ganz ehrlich, wer glaubt ihm das schon? Nicht einmal der Austria-Trainer Karl Dagsbacher. Der hofft wiederum darauf, dass seine Mannschaft heute den Rückstand auf Rapid auf nur einen Punkt verringert und damit das Duell um Platz 2 eröffnet in der Bundesliga. Und spätestens dann wäre das Thema Meistertitel hier in Wien-Hütteldorf tatsächlich beendet. Hinein in dieses 289. Wiener Derby Rapid gegen die Austria. Ausverkauftes Haus in Wien-Hütteldorf im Hanapi-Stadion. Bei Rapid also Stefan Kulowitz. Links in der Viererkette, weil Christian Thunhofer und Markus Katzer nicht einsatzbereit sind. Kulowitz spielt erstmals seit der 19. Runde, seit dem 23. November des Vorjahres, seit dem 2:2 bei Sturm. Auch da musste Kulowitz nach der Verletzung von Markus Katzer links in der Viererkette spielen. Ansonsten keine Überraschungen in der Aufstellung. Sehenswert die Choreografie hier im Hanapi-Stadion. Das Wichtigste, dass es hier auf den Tribünen auch ruhig bleibt. Das war nicht immer so in den vergangenen Jahren beim Duell Rapid gegen die Austria. Ganz egal, ob im Horststadion oder eben hier im Hanapi-Stadion. Austria-Trainer Karl Dagsbacher setzt also erneut auf sein Tannenbaumsystem 4-3-2-1. Okotie ganz vorne als einzige Spitze, dahinter die spielerischen Typen Macimovic und Basina. Und anstelle des gesperrten Jacek Bonk kommt also Alexander Dragovic ins Team. Und der bestreitet bereits sein drittes Wiener Derby von Anfang an. Denn in den vergangenen beiden Duellen Violett gegen Grün musste er Franz Schiemer ersetzen. Der war einmal verletzt und einmal gesperrt. Die beiden Kapitäne Steffen Hofmann und Jocelyn Blanchard bei der Platzwahl und Premiere heute für den Schiedsrichter, für Robert Schörgenhofer aus Vorarlberg. Er leitet sein erstes Wiener Derby. Helge Peier, 200. Bundesligaspiel für ihn, heute sein erstes Derby also in dieser Saison. Sein Teamkollege Erwin Hoffer, der bestreitet heute sein 100. Bundesligaspiel. Zum 100. Mal in der höchsten Spielklasse im Einsatz und dabei hat er 37 Tore erzielt. Sein Sturmpartner Stefan Meierhofer, der hat eine noch bessere Bilanz. 29 Tore in bisher 40 Partien. Robert Schörgenhofer, sein 11. Einsatz erst in dieser Saison. Das Spielfeld muss jetzt noch gesäubert werden hier im Hanapi-Stadion, denn das sind einige dieser Papierfetzen, die eben von den Fans in die Höhe gehalten wurden, vom Winde verwendet. Das 289. Wiener Derby. Samuel Schaffer muss heute schon vor Spielbeginn seinen Kasten sauber halten. So, aber jetzt geht's los, Herr Schörgenhofer. Rapid gegen die Austria, Rapid in Hälfte 1 in den grün-weißen Dressen von links nach rechts.
Ilic verwirrt den Zweikampf mit Standfest. Pelivan setzt nach. Erster Ballkontakt für Stefan Kulowitz und der spielt natürlich links in der Viererkette. Gegen Hofer. Gut gelöste Situation von Dragovic. Boskovic zuletzt der Ball. Einwurf Austria. Schon unter Beweis gestellt, dass sie einfach die Pokalmannschaft in Österreich ist. Zum sechsten Mal in Folge haben die Violetten das Cupfinale erreicht. Dank eines Treffers von Rubin Rafael Locotte hier im Duell mit Stefan Kulowitz. Rauschau auf Acimovic, jeder vor ihm am Ball. Der Ex-Rapidler natürlich hier im Hanapi-Stadion immer wieder mit vielen Pfiffen, mit Schmährufen bedacht. Harter Viereinstieg von Doba gegen Acimovic. Aikinen gegen Sulimani Pelivan. Jetzt erstmals etwas Platz für Branko Boskovic. Und dann läuft er sich fest. Will es gleich mit drei Austrianern aufnehmen. Okotje im Duell mit Patoka. Dann der harte Zweikampf Okotje gegen Boskovic, aber da haben beide rechtzeitig zurückgezogen. Es gibt Freistoß für die Austria. Hoch auf Okotje. Dann Hofmann gefault von Emin Sulimani. Stefan Kulowitz, der Rechtsfuß heute auf der linken Seite, das wird mit Sicherheit das Hauptproblem für ihn sein auf dieser Position. Was das Zweikampfverhalten betrifft, ist er immer einer der Stärksten. Mit Sicherheit auch ohne Spielpraxis. Blanchard auf Krammer. Kulowitz zögert ein wenig, Okotje bedrängt von Eder. Standfest kommt zu Hilfe. Okotje versucht es aber auf eigene Faust. Und das macht er sehr stark. Und holt, weil er Eder aussteigen lässt, aber dann Patoka dazwischen geht, den ersten Eckball in diesem Spiel für seine Mannschaft heraus. Schauen Sie mal, da fliegen Bierbecher auf Milenko Acimovic und deshalb kann jetzt vorerst diesen Eckball nicht ausführen. Leider typisch, diese Szenen hier im Hanapi-Stadion. Und Robert Schörkenhofer auf dem Weg an die Seitenlinie. Die Fans beider Teams sollten darauf Bedacht nehmen, dass schon einiges passiert ist in den vergangenen Spielen, sowohl im Heustadion als auch im Hanapi-Stadion. Es gibt ja immer wieder auch die Überlegung, alle Wiener Derbys müssen dann im großen Ernst-Happel-Stadion ausgetragen werden. So, Acimovic mit dem nächsten Versuch. Basina. Was
Versuch des Direktschusses von Mario Basina mit links. Und auch auf Emin Soleimani fliegen da die Bierbecher rein. Einfach schwachsinnig. Fehlt nur noch, dass irgendeiner auf die Idee kommt, einen Sauschädel mitzubringen, so wie damals bei Barcelona gegen Real Madrid, als Geschenk für Luis Figo. Kurwitz auf Oskaric. Hofmann. Bedrängt von Suttner, der offensichtlich da mitgeht mit dem Rapid-Kapitän. Und da war sie beinahe, die erste Torchance für Rapid nach 6 Minuten. Platz für Thomas Kramer, Schussler Blanchard. Option Wechselpass, nicht wahrgenommen vom Franzosen. Basina bedrängt von Pelivan, Fallspiel. Probiert es mit einem Direktschuss, Dragovic, sein Schuss abgeblockt. Noch einmal die Möglichkeit für ihn. Wieder Patoka. Nicht unbedingt gewollt, aber sehr gefährlich, diese Offensivaktion der Wiener Austria. Der Ball für Mario Basina. Blanchard wollte da auf Acimovic spielen, Basina ist in diesen Ball hineingelaufen. Aber intensiver, temporeicher Beginn dieses Derbys. Die Austria versteckt sich hier im Hanapi-Stadion. Überhaupt nicht, beide Teams spielen schnell nach vorne. Basina setzt sich durch gegen Pelivan, aber nicht gegen Patoka. Doch die Austria versucht früh zu attackieren, versucht Rapid beim Spielaufbau sofort zu stören. Auch die Attacke von Erwin Hofer. Alexander Dragovic angeschlagen. Etwas übermotiviert geht hier Jimmy Hofer als Kung-Fu-Kämpfer zu Werke. Schaffer vor Meierhofer, Hacimovic, Soleimani und Schima. Kein Fallspiel von Meierhofer, aber der Pass auf Hofer zu ungenau. Suttner konnte eingreifen. Hofer hat da nicht ins Spiel eingegriffen, weil er sowieso im Abseits gestanden wird. Gegen Eder, Falschspiel des Rapidinnen Verteidigers, auch wenn er das nicht wahrhaben will.
Kotja deckt den Ball geschickt ab und Eder trifft ihn von hinten. Die Standardsituationen. Eine absolute Stärke der Austria. Milenko Acimovic. Schießt allerdings Hofmann ab. Standfest im Zusammenspiel mit Basina. Die beiden haben ja ihre Verträge bei der Austria noch nicht verlängert. Und Boba vor Schima am Ball, nächster Eckball für die Austria, der zweite. Milenko Acimovic, Freistoß, der kommt auf Umwegen zu Alexander Dragovic. Dann blockt zunächst Heikkinen ab und dann Jürgen Bartoger. Das war die gefährlichste Offensivaktion in diesem Spiel bisher. Acimovic wieder geschützt mit einem Sonnenschirm. Standfest auf Basina. Da waren sie wieder, die beiden ehemaligen GRK-Spieler. Wie gesagt, Mario Basina dürfte die Austria im Sommer verlassen. Und so wie es bei Joachim Standfest aussieht, könnte der in Wien Favoriten bleiben. Soll ja ein Angebot des SC Magna Wiener Neustadt haben, dürfte aber aktueller Stand bei der Austria verlängern. Auf Hofmann. Hofmann gegen Emin Sulimani. Sulimani zögert, da kommt der Ball zur Mitte und Meierhofer per Hand hat er da den Ball im Tor untergebracht. Handspiel von Stefan Meierhofer, ganz klar zu sehen, und deshalb gibt es jetzt natürlich auch die gelbe Karte für den Rapidstürmer. Etwas verlegen liegt er da. Im Austria-Tor fragt sich jetzt offensichtlich selbst, was er getan hat. Oder zumindest den Schiedsrichter. Klares Anspiel von Stefan Meierhofer. Wir schauen noch einmal auf die Aktion von Hofmann. Die Flanke zur Mitte. Und dann achten Sie auf den linken Arm von Stefan Meierhofer. Mit dem linken Ellbogen buxiert er den Ball hier ins Tor. Hat er offensichtlich selbst erkannt, dass er nicht mehr per Kopf an den Ball kommt, und dann hat er die Hand zu Hilfe genommen. Missverständnis zwischen Markus Suttner und Milenko Acimovic. Schima vor Meierhofer. Bartoka. Der ein oder andere Abspielfehler deutlich zu erkennen in dieser ersten Viertelstunde. Das liegt aber vor allem daran, dass beide Teams hier hohes Tempo gehen. Dass ein Derby gekennzeichnet ist von vielen Zweikämpfen, auch im Mittelfeld, das ist sowieso klar. Erstmals in dieser Partie mit. Das ist zaghaft. Billiger. Auf Hofmann. Zu ungestüm attackiert von Blanchard. Und dann kommt Schima aus der Viererkette heraus und begeht das Foul am Rapid-Kapitän. Entscheidend, Hofmann setzt sich zunächst gegen Blanchard durch. Deshalb muss Schima hier rausrücken. Und begeht das eigentlich sehr kluge Foul an Steffen Hofmann. Bisher 5 Torschüsse der Austria in diesem Spiel. Sehen wir jetzt den ersten Torschuss der Rapidler. Andreas Doba schießt Dragovic an. Zweikampf Schima gegen Meierhofer, der Austria-Verteidiger Sieg, aber Rapid bleibt im Ballbesitz. Thank you.
Boskovic. Faires Tackling von Kramer. Basina und Acimovic im Zusammenspiel. Gute Idee, dieser Pass von Mario Basina auf Rubino Coti, aber Jürgen Patuka hat aufgepasst. Pulowitz, weiter Ball auf Hoffa. Gut attackiert von Dragovic, aber Einwurf Rapid. Rapid gewinnt in der ersten Viertelstunde mehr Zweikämpfe, ist mehr in Ballbesitz, aber die Austria war bisher torgefährlicher. Also Stefan Kulowitz findet noch nicht richtig rein in diese Partie. Ist auch kein Wunder, er war lange verletzt. Sein erster Einsatz heute im Jahr 2009, dieses Wiener Derby gegen die Austria. Sein letztes Bundesliga-Tor hat er übrigens gegen die Austria erzielt und das war ein herrlicher Treffer damals. Vor eineinhalb Jahren war es, im Oktober 2007, beim 2:2 im Neustadion. Variante von Peter Backlund wäre ja gewesen, Marcel Ketteler links in der Viererkette beginnen zu lassen. Der hat das in zwei Derbys in dieser Saison auch schon gemacht. Bei beiden Derbys im Heustadion. Foul Patrick Okotie. Spiel unterbrochen. Okotie muss jetzt offensichtlich behandelt werden. Oder doch nicht. Er rappelt sich auf nach dieser harten Attacke von Jürgen Patuka. Dieser riskanten Variante, den Freischuss abzuspielen, hat sich Josselin Blanchard den Unmut seines Trainers zugezogen. Karl Dachsbacher fordert hier etwas mehr Organisation, etwas mehr Disziplin ein. Basina gegen Eder. Basina zum letzten Ball gewesen, muss Einwurf für Rapid geben. Richtig entscheiden. Eder spitzelt den Ball weg, aber Basina noch mit der Schuhspitze dran. Hofmann gedoppelt von Sulimani und Suttner, trotzdem bringt er den Ball zur Mitte. Noch hält die Rapid-Abwehr, aber Rubin Okotie beschäftigt Hannes Eder und Jürgen Patuka der ein ums andere Mal. Immer wieder interessante Duelle zwischen der Austria-Solospitze und den Rapid-Innenverteidigern. Fehler Toba, Sulimani mit der Ferse auf Acimovic. Acimovic sucht Okotie, findet aber Kramer auf der rechten Seite. Und gutes Zweikampfverhalten von Stefan Kulowitz. Dann hat er etwas Pech. Flanke Basina und Schwierigkeiten für Helge Bayer. Unangenehmer Ball für den Rapid-Goalie, der dagegen die Torstange prallt. Mario Basina hatte da das Auge, hat gesehen, dass Bayer hier etwas weit vorne steht. Schauen Sie mal. Versucht den Ball über seinen ehemaligen Teamkollegen hinwegzuheben und beinahe wäre es gelungen. Helge Bayer in höchster Not.
Palacimovic, wieder gefährlich. Okotie bedrängt Payer zu sehr im Torraum. Freistoß für Rapid. Aber es bleibt dabei, die Austria wirkt bisher in diesem Derby torgefährlicher als Rapid. Boskovic verlängert für Hoffa. Schima souverän gekehrt diese Situation mit dem Kopfball zurück auf Schaffer. Emin Soleimani verliert den Zweikampf mit Steffen Hofmann. Ein schlechtes Abspiel von Heikkinen. Deshalb die Austria wieder im Ballbesitz. Peter Bakult fordert Jimmy Hoffa auf, in die Tiefe zu gehen. Zu hart dieser Einstieg von Andi Dober, zu Recht Freistoß für die Austria. Dragovic mit dem Verlegenheitspass, da hat sich kein Mittelfeldspieler angeboten, da ist weder Kramer entgegengekommen, noch Standfest, auch nicht Basina. Foulspiel von Meyerhofer an Warschau. Wechselpass auf Soleimani. Fehler von Andi Dober. Immer noch Emin Soleimani, der versucht, hier selbst aufs Tor zu schießen, und das ist nicht gelungen. Da war der Ball lange in der Luft von Blanchard. Der Stellungsfehler von Dober, und so kommt Emin Soleimani hier zum Abschluss. Wieder das Duell Meyerhofer gegen Blanchard. Hier geht immer hart in die Zweikämpfe, immer hart an den Mann. Und das macht ihn so unangenehm bei diesen hohen Wellen. Stefan Kulewitz, derzeit übrigens der Rapidler mit den meisten Ballkontakten. Das war sein 26. Moskowitsch, Schima per Kopf. Gefordernder Handspiel von Franz Schima, das war natürlich nie und nimmer davon. Gutes Kombinationsspiel der Austria. Blanchard, Basina, rechts geht Kramer, bekommt den Ball ab. Und da ist Emin Soleimani. Die große Chance auf den Führungstreffer für den Austria-Mittelfeldspieler. Und Helge Payer, glaube ich, wurde da einfach angeschossen. Jetzt geht Jimmy Hoffmann mal in die Tiefe. Kommt aber erneut nicht an Alexander Dragovic vorbei. Viel Tempo in diesem Spiel. Bei nächster Gelegenheit schauen wir uns dann die Chance von Soleimani noch einmal an. Schaffer kommt raus gegen Meyerhofer. Foulspiel von Meyerhofer, und jetzt könnte es eigentlich Elfmeter geben, aber der Ball ist heiß. Boskovic schießt Schaffer an und auf der Linie geklärt von Franz Schima. Da gibt es einiges jetzt aufzuklären in dieser Situation. Die Austrianer fordern vehement einen Foulpfiff gegen ihren Goalie. Hier zunächst der hohe Ball von Dober rein. Meyerhofer gegen Schaffer, hart an der Grenze. Für mich ein Foulspiel des Rapid-Stürmers. Aber dann geht es weiter. Boskovic, Schaffer mit der Parade, und dann hier nicht im Bild die Attacke von Schaffer an Meyerhofer. Da war der Ball im Spiel und das war dann ein klares Foul von Schaffer. Heiße Szene. Noch einmal hier. Achten Sie auf Sabol Schaffer gegen
Meierhofer, da stellt er sich in den Weg. Will hier eigentlich reklamieren, reißt aber dann den Rapidstürmer um. Also aus meiner Sicht zwei Fehler in einer Szene. Zunächst das Foul von Meierhofer an Schaffer, das wäre zu ahnden gewesen, dann wäre es zum Foul von Schaffer an Meierhofer gar nicht mehr gekommen. Noch einmal, hier. Meierhofer fährt dann den Ellbogen aus gegen den Austria-Goalie. Der reagiert hier großartig und dann der Zusammenstoß. Da stellt sich Schaffer in den Weg, da hätte man durchaus auch auf Foul des Austria-Goalies erkennen können. Und dann hat der Austria Glück, dass hier Franz Schiemann noch per Kopf klären kann. Die heißeste Szene bisher in diesem 289. Wiener Derby. Und die erste wirkliche Torschance für Rapid. Sabolt Schaffer steht wieder. Das Spiel geht weiter mit einem Schiedsrichterball. Und jetzt diskutieren die Herren Blanchard und Hofmann die Situation. Das Spiel läuft eigentlich. Denn Schiedsrichter Schergenhofer hat den Ball freigegeben. Steffen Hofmann reagiert sehr fair, kickt den Ball ins Out und damit Abstoß vom Tor der Austria. Aber das Wiener Derby wird immer heißer. Wird immer dramatischer. Dragovic auf Okotje. Kulowitz wieder klärt vor Kramer. Foul von Sulimani an Hofmann. So, und jetzt haben wir Gelegenheit, noch mal auf die bisher beste Möglichkeit der Austria zu blicken. Dieser Angriff über die rechte Seite. Basina auf Kramer und der spielt dann zurück in den Rückraum. Emin Sulimani kommt völlig frei zum Schuss, trifft aber dann Helge Beyer, der etwas Schwierigkeiten hat, diesen Ball zu fangen, weil der Schuss aus 10 Metern sehr, sehr hart war. Mit Sicherheit beste herausgespielte Torschance bisher in diesem Spiel hatte die Austria eben durch Emin Sulimani. Dragovic klärt. Nach wie vor Rapid ohne Eckball in diesem Spiel. Und das nach fast 29 Minuten. Das bleibt vorerst auch so. Zum Vergleich, es gab bisher 3 Eckbälle für die Austria. Moskovic sehr stark gemacht. Flanke dann etwas zu weit, aber Hofmann setzt nach. Elivan und Schaffer, ganz sicher. Samuel Schaffer versucht, das Spiel wieder schnell zu machen. Beinahe wäre Okotje hier auch an den Ball gekommen. Nach wie vor sehr intensiv, sehr engagiert geführt, dieses Spiel von beiden Seiten. Faire Attacke von Hofer gegen Blanchard, der da einfach zu lange gewartet hat mit dem Abspiel. Häkkinen. Batoka. Schlechter Pass. Basina. Kramer. Hacimovic schnell am Ball als Batoka. Rechts gegen Standfest und Kramer.
Schalke auf Standfest und dann das Foul von Standfest an Kulowitz. Legt ab auf Hofmann und Sabitzschaffer bringt die Hände gerade noch nach oben. Toller Schuss des Rapid-Kapitäns. Dragovic verliert das Kopfballduell mit Meierhofer. Hoffer legt ab auf Hofmann und der zieht ab. Erster Eckball für Rapid. Der Austria über Emin Sulimani, schlechtes Abspiel, genau auf den Rapidler, der Fehler in der Vorwärtsbewegung. Kalkinen hat aber fair gegen Standfest. Noch einmal, der tolle Schuss von Steffen Hofmann und die gute Tat von Sabolcsaffe. Ich denke, wenn der Ball 2-3 Meter weiter rechts geht, hat der Austria-Goli nicht den Funken einer Abwehrmöglichkeit. Koskovic, tolles Kombinationsspiel mit Jimmy Hoffer und dann wirft sich Joachim Standfest in diesen Schuss. Aber Rapid wird jetzt, was die Offensive betrifft, in den vergangenen 10 Minuten wirklich stark. Austria lässt nicht nach. Rubin Okotie, da ist es. Das Führungstor für die Austria, gerade in der Phase, als Rapid stärker wurde. Der Konter der Austria und die Führung. Rubin Raphael Okotie mit seinem 9. Saisontor. Nach 33 Minuten führt die Mannschaft von Karl Dagsbacher im Hanapi-Stadion. Ausgangspunkt, Angriff über die rechte Seite. Chancelin Blanchard auf Thomas Kramer. Der spielt diesen Ball. Stellungsfehler von Jürgen Patoka. Hannes Eder kommt zu kurz. Helge Payer geht nicht raus. Und deshalb kann Rubin Okotie hier mit etwas Glück abschließen. Da wird er noch gestoßen von Eder, bringt den Ball trotzdem an Payer vorbei in die Maschen. Auch wenn Rapid in den vergangenen Minuten stärker geworden ist, unverdient ist dieser Führungstreffer für die Violetten nicht. Nächste hektische Szene im Strafraum der Austria. Da war möglicherweise ein Handspiel dabei. Müssen wir uns gleich noch einmal anschauen. Erwin Hofer kam trotzdem zum Abschluss. Hier Meierhofer und dann das Handspiel von Franz Schimmer. Aber die Chance für Hoffer, hier den Ausgleich zu erzielen, war ja trotzdem da. Noch einmal die Situation. Meierhofer nah dran am Handspiel und dann kein Handspiel von Schimmer. Nein, da geht dem Austria Innenverteidiger der Ball an die Brust. Und im ersten Moment nach Handspiel ausgesehen, wenn es ein Handspiel war, dann eher von Stefan Meierhofer. Aber da war auch alles regelkonform. Dann blockt Meierhofer hier Suttner noch etwas weg, aber Hofer zu zentral sein Schuss auf das Austria-Tor. Branko Boskovic den Ball hat er noch. Wieder hält Schaffer. Hofmann setzt nach. Hoffer mit der Ferse. Ausgleich. Haha. Ist das ein wirklich tolles Derby hier. 2 Minuten nach dem Führungstreffer der Austria.
Austria schlägt Rapid zurück. Szabolcsaba hat einige Male toll reagiert. Am Ende musste er sich jetzt doch geschlagen geben. Guter Einsatz von Branko Boskovic. Schaffer hält toll. Die Austrianer bringen dann aber den Ball nicht weg. Und nach dem Schuss von Steffen Hofmann verlängert Erwin Hofer den Ball ins Tor. 20. Saisontreffer von Jimmy Hofer. Alles wieder offen im Hanapi-Stadion. 1:1 der neue Spielstand. Das 20. Saisontor von Erwin Hofer und der 22. Assist von Steffen Hofmann. Dass das Ligarekord ist, brauche ich nicht zu erwähnen. Und dieses Derby bleibt unglaublich temporeich. Beide Teams nach wie vor mit offenem Visier. Kramer erwischt diesen Ball noch vor der Linie. Bringt die Flanke aber über Okocha hinweg. Die Rapidler rücken jetzt energischer, schneller nach. Holen sehr oft den sogenannten zweiten Ball. Belivan auf Hoffa. Und da ist beinahe Treffer durch Boskovic. Belivan mit dem Ball auf Hofer, stand fest, rückt vielleicht etwas zu früh rein und dann Glück für Szabolcsaba und seine Austrianer. Ich glaube, da war sogar Dragovic zuletzt am Ball, hätte eigentlich Eckball für Rapid geben müssen. Auf Eichinen. Also taktisches Konzept findet im Augenblick nicht statt. Seit dem Ausgleich zum 1:1. Rapid jetzt mit Oberwasser. Aber von Anfang an war dieses Derby unglaublich interessant, unglaublich spannend, temporeich. Es wogt hin und her. Mediator. Rubin Okocie im Derby in der 17. Runde hat er ein Tor erzielt, ein Tor vorbereitet. Im Derby in der 21. Runde hat er zwei Tore vorbereitet. Und heute hat er die Austria hier in Führung gebracht. Der Fehler bei der Austria. Meierhofer vorbei an Schima und dann Dragovic. In den letzten 5 Derby-Toren der Wiener Austria war immer Rubin Okocie direkt beteiligt. Cimovic gegen Heikkinen, kein Foulspiel.
sind. Ich finde es schade, dass diese erste Spielhälfte in 5 Minuten vorbei ist. Denn die macht Lust auf mehr, Lust auf viel mehr. Zweiter Eckball Rapid. Seit dem Ausgleich durch Gini Hoffer ist die Heimmannschaft hier wesentlich stärker. Das Hanapi-Stadion wackelt und ich kann Ihnen sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Eckmann Hofmann. Schaffer ganz sicher, Foulspiel war auch dabei. Freistoß für die Austria aus dem eigenen Strafraum heraus. Sabolcs Schaffer, an ihm liegt es nicht, dass die Austria nicht mehr führt. Er hat einige Male toll reagiert. Berechnet. Deshalb Einwurf für Rapid. Hofmann auf Hofer. Setzt sich durch gegen Dragovic. Milivan. Wahnsinn. Kotje das geschickt gegen Patoka. Josnoy Blanchard den Ball mit dem Kopf. Wieder Kotje, wieder beweist er Übersicht, Überblick. Deckt immer wieder den Ball geschickt an. Suttner setzt sich durch gegen Dober, der ist jetzt ein ums andere Mal schon sehr nachlässig. Dann verfehlt hier Kulowitz den Ball, genauso wie Standfest. Zieht ab, schießt Blanchard, holt aber mit dieser Aktion zumindest den nächsten Eckball für Rapid heraus. Wieder heraus. Eder setzt nach, trifft den Ball aber nicht richtig. Erste kleine Unsicherheit von Sabolcs Schaffer. Nachgespielt in der ersten Hälfte. Foulspiel von Heikkinen an Basina. Nah dran an der gelben Karte, dieses Vergehen des Finnen. Für ihn wäre es die 9. gelbe Karte in dieser Saison. Das heißt, er wird nächste Woche beim LASK fehlen. Die Austria bereits 5 Freistöße direkt verwandelt. Vor allem
durch Milenko Acimovic. Der schießt aber jetzt in die Mauer. Noch eine Minute. Vasina. Kein Foul von Hoffa. Noch eine Kontermöglichkeit für Rapid im eigenen Stadion über Steffen Hofmann. Bleibt hängen an Suttner. Acimovic. Blanchard. Viel Platz jetzt für den Austria-Kapitän. Bringt sich das selbst in Schwierigkeiten, weil er viel zu lange mit dem Abspiel gezögert hat. Suttner auf vor Kotje. Nur noch ein paar Sekunden kommt die Austria noch vor der Pause zu einer Torschance. Schaut nicht danach aus. Wieder geht es heiß her, als die Situation bereits abgepfiffen war. Aber Robert Schördenhofer macht das im Großen und Ganzen sehr gut, versucht immer wieder die Hektik rauszunehmen, versucht immer wieder die Spieler etwas runterzuholen. Das war die ereignisreiche erste Spielhälfte des 289. Wiener Derbys. Rubino Kotje hat die Austria in Führung gebracht, sehr verdient. Zu diesem Zeitpunkt, nur zwei Minuten später, hat Rapid durch Erwin Hoffer ausgeglichen. In der letzten Viertelstunde vor der Pause war Rapid eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. In der ersten halben Stunde dieses Spiels hatte allerdings die Austria mehr vom Spiel. Und einer der besten Austrianer war heute der Torhüter. Sabol Chaffa hat einige Male wirklich toll reagiert, hat vier Chancen der Rapidler zunichte gemacht in dieser ersten Spielhälfte. Nur einmal musste er sich dann geschlagen geben, eben beim Tor durch Jimmy Hoffer. Der Austria-Goalie jetzt bei Gerhard Krabat. Fußball live auf Premiere wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. Er hat wirklich fast alles gehalten, was zu halten war. Sabol Chaffa, warum hatten Sie dann gegen Hoffer da keine Chance? Ja, weil er von kurzer Distanz noch mit Ferse berührt hat. Aber naja, mit Glück hätte ich vielleicht das auch noch halten können. Insgesamt ein sehr stressiger Nachmittag für Sie. Da gab es eine Szene speziell, Sie gegen alle und dann im Speziellen gegen Stefan Meyerhofer. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich glaube schon der erste Zweikampf war schon faul, weil das innerhalb von Fünfe war. Und ich denke, dann hätte schon Schiri pfeifen können. Aber trotzdem dann noch gehalten, am Bauch liegen sogar. Ja, schon, aber ich habe nachher auch versucht, wieder auf den Ball zu konzentrieren. Und Gott sei Dank, ich habe noch auf die Seite das ablenken können. Glauben Sie, dass die zweite Hälfte ähnlich arbeitsintensiv wird? Nein, glaube ich, das war das Gleiche wie erste Halbzeit. Glaube ich schon, dass Rapid versucht, noch dieses Spiel noch zu gewinnen. Aber ich hoffe, dass wir auch noch zum Schanzen kommen. Dankeschön. Also auch mit der Analyse dieser kritischen Szene hat er wohl recht. Das war ein Foul von Stefan Meyerhofer an Sabol Chaffa. Bin neugierig, wie unser Premiere-Experte Herbert Weber die Szene dann sehen wird. Wir blicken auf die Premiere-Statistik. Rapid brauchte fast eine halbe Stunde, um gefährlich zu werden in diesem Derby. Aber dann gab es Chancen im Minutentakt für die Mannschaft von Peter Backholt. Von der ersten bis zur 30. Spielminute Torschussverhältnis 3:7. Von der 31. bis zur 45. Minute Torschussverhältnis dann 8:2. Auf alle Fälle war es ein heißes Wiener Derby. Ich freue mich bereits auf die zweite Spielhälfte. Bis dahin sind jetzt Herr Kühne und Herr Herbert Weber an Bord. 289. Wiener Derby, Teil 2. Bisher Rapid 1. Austria 1. Und wenn das alles so weitergeht wie vor der Pause, dann bleibt es spannend, packend, hochinteressant, so richtig heiß. Rein in die 45 Minuten, Teil 2. Beide Teams nehmen sie unverändert in Angriff. Und Robert Schörgenhofer, der FIFA-Schiedsrichter aus Vorarlberg, gibt die Partie in diesem Moment wieder frei. Die Austria nun in der zweiten Spielhälfte von links nach rechts.
Zündende Ideen gab es bei beiden Teams bisher in diesem Spiel. Zündende Ideen haben jetzt leider auch ein paar übermotivierte Austria-Fans auf der Osttribüne. Erste Freistoßsituation auf alle Fälle für Rapid nach nur einer halben Minute in Hälfte 2. Wenn ich sage, das war eine heiße, eine packende Partie, das war bisher aber auch ein sehr faires Wiener Derby mit nur 16 Fouls. Hofmann legt ab auf Andi Doba, Schaffer! Und das setzt Hannesee danach und macht beinahe den Führungstreffer für Rapid. Wieder gut reagiert von Sabel Schaffer. Andi Doba mit einem echten Hammer, das ist seine große Stärke. Und dann setzen drei Rapidler nach und die Austrianer schauen nur zu. Glück für die Austria. Eckball für Rapid, Boskovic, Doba wieder dran. Meierhofer erwischt den Ball aber nicht mehr vor der Linie. Abstoß. Kann man sagen, dieses Spiel nimmt sofort wieder Fahrt auf, aber die Fahrt war nie draußen aus dieser Partie. Schaffer macht alles richtig, zweimal, zunächst beim Freistoß von Doba, dann beim Nachschuss von Eder. Auf Suttner. Cimovic hat attackiert von Doba mit gestrecktem Bein. Der Rapid-Außenverteidiger, deshalb selbstverständlich Freistoß für die Austria. Schnell abgespielt von Cimovic, zu schnell nach Meinung von Schiedsrichter Schörgenhofer. Der war da noch mit ermahnenden Worten an Andi Doba beschäftigt. Attackiert von Hoffer, übermotivierter Einstieg von Erwin Hoffer, muss Geld geben. Gibt auch Geld. 4. gelbe Karte für Jimmy Hoffer in dieser Saison. Und damit bei Rapid beide Stürmer jetzt mit Gelb vorbelastet. Chance auf den Ball, von hinten die Attacke an Blanchard. Diese gelbe Karte hat sich Erwin Hoffer redlich verdient. Rubino Kotje holt sich jetzt auch gelb ab, weil er da provoziert und das mag Schiedsrichter Schörgenhofer gar nicht. Vorerst auch für ihn eine Karte ohne Folgen, seine 8. in dieser Saison. Das heißt 3 gelbe Karten bisher in diesem Spiel, alle 3 für die 3 Stürmer in diesem Derby. Hart in den Zweikampf gegangen. Foulspiel angezeigt vom Assistenten von Arne Hoscher. Und deshalb jetzt Freistoß für die Austria.
dem Freistoß. Bartoker per Kopf. Wieder Suttner, Querschläger genau auf Hoffa. Rechts wäre da Steffen Hofmann mitgelaufen, den hat Hoffa allerdings nicht gesehen. Sehr hohes Bein von Jasen Pelivan. Das hat Milenko Acimovic kritisiert, aber Schjagenhofer lässt weiterlaufen. Was hätte man durchaus faul für die Austria pfeifen können in dieser Situation. Hofmann, dann kommt der Pass auf Hoffa nicht an. Keine Abseitsstellung von Boskovic, da haben die Austrian aufgehört zu spielen und jetzt gibt es den Elfmeter. Meierhofer war im Abseits, aber Boskovic nicht. Frankie Schima mit dem Foul, er kann es nicht fassen. Rein in den Strafraum. Hier Meierhofer deutlich im Abseits, aber nicht Branko Boskovic. Meierhofer greift nicht ins Spiel ein. Und dann geht hier Boskovic sehr leicht zu Boden. Körperkontakt war da von Frankie Schima. Und Schjagenhofer zeigt auf den Punkt. Und das Duell heißt Steffen Hofmann gegen Sabol Schaffer. Schaffer ins andere Eck. Und bei nächster Gelegenheit schauen wir uns natürlich noch einmal das Foul von Franz Schima an Branko Boskovic an. Kann jetzt die Austria genauso auf einen Rückstand reagieren wie Rapid in Hälfte 1. Rubino Kotje macht es beinahe Jimmy Hoffa da. Sofort die Austria wieder rein in der Partie und hier ganz deutlich die Attacke von Schima an Boskovic. Da war der Ball nicht dabei, das war eine unorthodoxe, eine zu energische Aktion von Frankie Schima. Der Elfmeterpfiff geht in Ordnung. Noch einmal aus anderer Perspektive. Schima schaut nur auf den Ball, Boskovic stellt sich in den Weg und dann wird er von Schima angesprungen. Entscheidung von Schjagenhofer aus meiner Sicht in Ordnung. Wieder Okotje. Rapid dreht die Partie. Führt gegen die Austria. Nun mit 2:1 und ist damit aktuell nur mehr 7 Punkte hinter Platz 1, nur mehr 7 Punkte hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg. Aber wer weiß, was uns dieses Derby heute noch alles bringt. Austria momentan hinter Sturm auf Platz 4. Franz Schimovic im Zusammenspiel mit Emin Suleimani.
Tackling der beiden Rapidler Heikkinen und Hofmann. Hofmann auf Hoffer, starker Pass. Jimmy Hoffer gegen Alexander Dragovic, aber der ist auch schnell, der Austrian-Verteidiger. Kein Freistoß für Rapid, aber es gibt Eckball. Also dieser Gegentreffer hat Rapid unter Anführungszeichen gut getan. Peter Backholt, der schaut immer gleich rein, genauso wie seine Assistenten Soran Barisic rechts im Bild und Tormann-Trainer Peter Tiger-Zajicek. Zunächst gegen Boskovic, dann gegen Kulowitz. Und da hat gar nicht viel gefällt. Wenn er es wollte, war es eine wirklich gute Idee. Zentimeter nach links und dann gibt es den Freistoß durch Milenko Acimovic oder doch durch Markus Suttner. Acimovic legt ab auf Suttner und der trifft den Ball nicht richtig.
Hacimovic gegen Basina. Okotje. Hacimovic. Viel Platz für Emin Sulimani. Sulimani erneut vorbei an Doba. Der spitzelt aber da offensichtlich gerade noch den Ball weg. Schiedsrichter Schergenhofer stand unmittelbar daneben. Hofmann auf Meierhofer. Stefan Meierhofer an der Flanke. Selbstbewusstsein hat er. Wollte hier selbst abschließen und den beinahe getroffen. Das war sein erster Torschuss übrigens in diesem Spiel in der 61. Minute. Haben alle mit dem Stangelpass gerechnet. Stefan Meierhofer hat in Stürmermanier selbst den Abschluss gesucht. Sechster Eckball für Rapid. Steffen Hofmann. Schimmer verfällt, Batoka macht das 3:1. Grün-Weiß jubelt, die Austria scheint K.O. Jürgen Batoka mit seinem ersten Saisontor, mit einem ganz wichtigen. Achten Sie auf Frankie Schimmer, der verfällt den Ball. Und dann macht er alles richtig, trifft aus kurzer Distanz. Aus Sicht der Austria ein unglücklicher Gegentreffer. Aus Sicht von Rapid ein unglaublich wichtiges Tor. Nach einer Stunde schaut Rapid im 269. Wiener Derby wieder sichere Sieger aus. Und das nach einem 0:1 Rückstand nach einer halben Stunde. Die erste halbe Stunde in diesem Spiel gehörte der Austria. Aber seit der 30. Minute Rapid klar besser und wir haben gesehen, dass Dover hier tatsächlich gegen Emin Sulimani den Ball gespielt hat. Aus dieser Situation ist dann der Eckball zustande gekommen und der Treffer durch Jürgen Patuka. Hofmann bleibt hängen an China. Basina. Bringt den Ball nicht unter Kontrolle, stand fest. Austria-Trainer Karl Dachsbacher reagiert sofort auf den 2-Tore-Rückstand, nimmt Thomas Kramer raus, der in der ersten Spielhälfte sehr stark war, der aber jetzt völlig abgetaucht ist nach dem Seitenwechsel, so wie einige andere Austrianer auch. Und jetzt neu in der Partie Mamadou Japan. Der gilt bei der Austria als Salzburg-Spezialist, hat seine beiden Saisontreffer gegen den aktuellen Tabellenführer erzielt. Bringt das jetzt auch im Derby? Thomas Kramer hat es vor allem in einer Szene gebracht in der ersten Spielhälfte, als er diesen herrlichen Pass schlug, diesen Diagonalball auf Okotje vor dem Führungstreffer der Violetten. Koskovic auf Kulowitz. Dragovic kommt zu spät und sieht jetzt gelb für dieses Foul an Stefan Kulowitz. Völlig zu Recht. Dragovic kommt einfach zu spät gegen Stefan Kulowitz. Auch wenn er ihn hier gar nicht trifft, dann zählt schon der Versuch. Damit nach 65 Minuten die beiden Austria-Innenverteidiger mit Gelb belastet. Hofmann
Hand zum Ball. Wien Hälfte 1 und das wäre dann gelb-rot gewesen, wenn er den Ball wieder erwischt hätte. Stefan Mayrhofer sehr oft zwischen Genie und Wahnsinn. Setzt sich ein ums andere Mal stark in Szene. Ein Austria-Stürmer sehr oft, logisch als Solospitze, auf sich alleine gestellt. Schima zögert, Schaffer auch. Und deshalb kommt Rapid beinahe zur nächsten Möglichkeit. Jetzt also Unterstützung für Okotie ganz vorne. Pass ihn auf Okotie, kein Abseits, da ist die Chance für Rubin Okotie, das macht er toll, das macht er unglaublich stark. Er bringt die Austria wieder zurück in diese Partie. Mit dem Doppelpack, mit dem 2:3 aus Sicht der Austria. Helge Payer geschlagen. Der Ball von Basina, der ist lange unterwegs. Kein Abseits. Kulowitz zögert, Okotie zögert nicht, zieht ab und trifft genau ins lange Eck. Das war ein Treffer im Stile eines Klassestürmers. Diagonalball der Austria, wie vor dem ersten Treffer an diesem Nachmittag. In Hälfte 1 Kramer auf Okotie, jetzt Basina auf Okotie. Diese Diagonalbälle sind ja sehr unangenehm, vor allem für Abwehrreihen. Ketten agieren. Fehler von Schima, verliert den Ball an Hofmann. Dann verhindert Dragovic das Zuspiel auf Mayrhofer. Hoffa, jetzt ist Mayrhofer dran. Wäre aber abseits gewesen von Stefan Mayrhofer. Treffer hätte nicht gezählt. Nach wie vor unglaublich viel Tempo in dieser Partie. Auch deshalb solche Fehler wie jener von Frankie Schima zu erklären. Zu sehen, Stefan Mayrhofer hier eindeutig im Abseits. Neu im Spiel bei Rapid. Jetzt Veli Kavlak anstelle von Stefan Kulowitz. Das bedeutet auch eine Umstellung bei Rapid. Yasin Pelivan übernimmt jetzt die Position links in der Viererkette. Kavlak spielt links im Mittelfeld und Okotie ist wieder gefährlich. Bayer rechtzeitig heraus. Also links im Mittelfeld auf der Position von Boskovic, der rückt nach innen, spielt jetzt gemeinsam mit Heikkinen zentral. Erste Aktion von Kavlak, diese Flanke auf Mayrhofer. Hofer kommt noch an den Ball, bringt ihn aber nicht unter Kontrolle, deshalb kann Dragovic klären. Also wer immer geglaubt hat, beide Mannschaften würden in Spielhälfte 2 nachlassen, der ist eines Besseren belehrt worden. Dieses Derby ist noch heißer, noch spannender, noch packender, noch interessanter geworden. Pelivan zuletzt am Ball, Eckball für die Austria. Eckballverhältnis ausgeglichen, 6:6. Eckball an Cimovic auf Sulimani. Sulimani kommt zum Schuss und trifft beinahe.
der Emin Suleimani viel Zeit, konnte sich den Ball annehmen und hat dann mit seinem starken, mit dem rechten Fuß abgezogen. Andi Dober geht da viel zu wenig energisch diesem Schuss von Suleimani entgegen. Boskovic auf Hofmann. Dober hinterläuft, Hofmann entscheidet sich trotzdem für den Pass auf Kavlak. Eckball wieder auf der anderen Seite. Also wer immer eine 12er oder 16er Liga fordert in der höchsten österreichischen Spielklasse, muss sich dann darauf einstellen, dass es vielleicht nur zwei Derbys gibt in einer Saison. Das wäre ewig schade, so wie dieses heutige Spiel hier verläuft. Hofmann mit dem Eckball, Blanchard per Kopf. Kavlak gegen Okotie, Fall des Austria-Stürmers. Steffen Hofmann. Achter Eckball Rapid. Boskovic, beinahe kommt er hier an den Ball, aber Dragovic war schneller. Wieder Unordnung im Austria-Strafraum nach einer Standardsituation. Cimovic auf Okotie, der startet wieder richtig, kommt er wieder zu dieser Möglichkeit. Jetzt hat er etwas zu überhastet abgeschlossen, wollte dabei überheben. Aber wieder enorm gefährlich, dieser Rubin Okotie. Startet genau im richtigen Moment. Dann hätte er einfach weitergehen müssen, hätte in den Strafraum eindringen sollen. Rubin Okotie auf alle Fälle heute in absoluter Teamform. Mit diesem eingesprungenen Rittberger zumindest einen Einwurf für sein Team heraus. Und einmal hopp. Da irritiert er offensichtlich, wie auch im Standfest, ein wenig damit. Vor Dober. Stark gemacht von Milenko Cimovic. Wieder der weite Ball auf Okotie und der begeht das Foul an Eder. In diesem Moment beginnt die letzte Viertelstunde dieser Partie, gemeinhin Rapid-Viertelstunde genannt. Aber die Austria war in den vergangenen Wochen gerade
den letzten Minuten eines jeweiligen Spiels. Sehr stark, enorm stark. Erinnern Sie sich nur an die Vorwoche, als die Austria die Partie gegen Kapfenberg noch gedreht hat. Der nächste Fehler von Schima auf Hoffa und dann Boskovic. Schimi Hoffa schließt nicht selbst ab, spielt den Ball auf Boskovic, aber der trifft den Ball nicht richtig. Schima zögert, Hoffa setzt sich durch, dann schießt er nicht selbst, sondern spielt den Ball auf Boskovic zurück. Und der Teamspieler aus Montenegro mit seiner nächsten Schussmöglichkeit. Und wieder einmal ein Zweikampf, Eda gegen Okotie diesmal, war sein Foul des Rapid-Innenverteidigers. Von Milenko Acimovic und tolle Parade von Helge Peier. Hat sich der Ball noch weggedreht vom Rapid-Goalie. Nächster Schuss, Basina trifft den Ball nicht richtig. Dober mit der Kerze. Einwurf Austria. Wird es den zweiten Wechsel bei Rapid geben. Anstelle von Erwin Hoffa kommt Niki Zajelavic. Jimmy Hoffa, sein Versler-Tor, hat den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 gebracht. War irgendwie der Wendepunkt in dieser Partie. Torschüsse hat er selbst abgegeben. 6 Torschüsse hat er vorbereitet. Das war ein starker Auftritt von Jimmy Hoffa heute. Und jetzt ist sein Arbeitstag nach 78 Minuten vorbei. Jetzt kommt die fliegende Festung aus Kroatien, Nikica Jelavic. Der hat in dieser Saison auch schon 6 Tore für Rapid erzielt. Die Einwechslung von Mamadou Djabank bei der Austria überhaupt noch nichts gebracht. Der einzige gefährliche Austria-Stürmer heißt heute Rubin Okotie. Jetzt schauen wir noch einmal auf die Szene vor dem 3:1 von Rapid. War Sabol Jaffa da dran? Mit den Fingerspitzen lenkt er den Ball hier offensichtlich an die Außenstange bei diesem Schuss von Meierhofer. Wohl richtig, die Entscheidung hier auf Eckball zu entscheiden. Aus diesem Eckball von Hofmann entstand dann das Tor von Jürgen Patokan, die erste Möglichkeit für Niki Zajelavic, nur eine Minute nach seiner Einwechslung, nach dieser Flanke von Willi Kappel. Nach wie vor sehr viel Tempo in diesem Wiener Derby. Beide Mannschaften nach wie vor mit offenem Visier. Das ist heute ein echtes Spitzenspiel, das ist Werbung für die österreichische Fußball-Bundesliga. Hofmann. Jetzt machen sich natürlich Räume auf für Rapid. Boskovic vorbei an Blanchard und jetzt gibt es eine gelbe Karte für den Montenegriner wegen einer Schwalbe. Schiedsrichter Schörgenhofer ist wieder gut gestanden.
Ich denke, aus dieser Entscheidung war in Ordnung. Hier, Blanchard mit der Attacke und dann fällt Boskovic zu theatralisch. Auf alle Fälle war es kein Foul des Austria-Kapitäns. Das war seine letzte Aktion. Jocelyn Blanchard raus aus der Partie. Matthias Hartenberger übernimmt seine Position jetzt im zentralen Mittelfeld. Dieser Wechsel musste so schnell gehen, dass Jocelyn Blanchard auch mitsamt seiner Kapitänschleife das Feld verlassen hat. Die Austria also im Moment nur mit einem Non-Play-Captain. Hat die 83. Spielminute begonnen und jetzt wird es richtig gefährlich für Rapid. Auch wenn die Grün-Weißen jetzt im Angriff sind, aber der Pass von Hofmann auf Jelavic kommt nicht an. Denn in den letzten 5 Bundesligaspielen hat die Austria 5 Tore erzielt. Keines vor der 83. Minute, vor heute. Heute gab es die Treffer durch Okotje in der 33. und in der 67. Minute. Ist sie jetzt, die Kapitänschleife? Wer bekommt sie? Karl Dachsbach hat sie zunächst einmal Emin Sulimani gegeben. Georg Harding kommt, Peter Bakult stärkt also die Defensive und nimmt Branko Boskovic raus, der wieder einmal sehr stark gespielt hat im grün-weißen Trikot. Hartenberger greift ein. Harding mit dem guten Pass auf Hofmann. Und Meierhofer nicht im Abseits. Es wollte auch eher einen Kunstschuss anbringen, Stefan Meierhofer. Das war übrigens der 40. Torschuss in diesem Spiel. Saisonrekord sind 42 Torschüsse in einem Spiel. Das Interessante heute, fast jeder Torschuss in diesem Derby ist brandgefährlich.
Kopf, scharfer Held. Tolle Flanke war das von Kavler. Und schon wieder die Austria über Emin Sulimani. Der wird in Kürze Unterstützung durch seinen Bruder bekommen. Sie sehen ihn mit der Nummer 33 schon am Spielfeldrand stehen. Vorher noch die Flanke von Kavlak auf Meierhofer. Der schraubt sich hoch. Schima hat da keine Abwehrmöglichkeit in diesem Kopfballduell. Und Schaffer reagiert wieder gut. Mario Basina raus aus der Partie. Ein paar Pfiffe haben die Rapid-Fans für ihn noch übrig. Und Benjamin Sulimani kommt zu seinem Bundesliga-Debüt ausgerechnet in einem Wiener Derby. Zwei Sulimanis jetzt bei der Austria. Freistoß Rapid durch Yasin Peliman auf Meierhofer. Schima gewinnt diesmal das Kopfballduell. Hoffmann mit dem Schuss schießt Schima in den Rücken. Hat Einstieg von Peliman, Vorteil. Sulimani, nämlich Benjamin Sulimani, gefault von Georg Hadi. Wäre der Dragovic noch an den Ball gekommen. Beide Trainer immer wieder an der Seitenlinie. Karl Dachsbacher bleibt sowieso schon stehen. Peter Bakult hat sich jetzt kurz wieder mal niedergesetzt. Dieses Derby steht nach wie vor unter Strom. Hofmann auf Jelavic, die Chance zur Entscheidung. Stark gemacht von Nikica Jelavic, aber einmal mehr stark gemacht auch von Sabol Schaffer. Meierhofer wäre im Abseits gewesen. Scherenschlag von Jelavic. Und Sabol Schaffer mit seiner achten tollen Parade an diesem Nachmittag. Also wenn der Austria noch der Ausgleich gelingen sollte, dann hat Sabol Schaffer daran erheblichen Anteil. Hofmann. Häkkinen attackiert von Japan. Versucht immer wieder zu attackieren, versucht die Austrianer beim Spielaufbau energisch zu stören. Standfest. Wieder der hohe Ball rein. Hattenberger hat den Ball. Und da kommt Benjamin Sulimani, der trifft den Ball nicht richtig. Und dann Japan. Da war sie, die Ausgleichsmöglichkeit für die Austrianer. Zunächst Matthias Hattenberger, dann Benjamin Sulimani, ganz allein, trifft den Ball nicht. Und Jabang aus der Drehung, seine erste gefährliche Aktion in diesem Spiel. Mittlerweile ist der Saisonrekord, was die Torschüsse anbelangt, gebrochen. 44 Torschüsse in diesem Wiener Derby. Das spiegelt wieder, wie interessant, wie spannend, auch wie hochklassig phasenweise dieses Duell Grün gegen Violett war und ist 3 Minuten lang noch. Gemacht nach Meinung von Robert Schörgenhofer, deshalb gibt es jetzt Einwurf für Rapid. Meierhofer.
zwei Minuten. Das spricht jetzt alles für Rapid. Die Austria hat in dieser Saison noch nie nach einer 1:0-Führung verloren. Heute sieht es jetzt danach aus. Ball war zur Gänze über der Linie, Einwurf Rapid. Jelavic geschickt gegen Cima. Cimovic. Warum wegen kommt der Ball zu Okotie, der wird vom Batoka gefallen. Alle Austrianer gehen jetzt natürlich Richtung Rapid-Tor. Und alle Rapidler verteidigen den eigenen Strafraum. Es gibt zuvor noch eine gelbe Karte. Und zwar gegen Jürgen Patoka. Seine 9. gelbe, damit fehlt er nächste Woche Rapid in Linz beim LASK. Aber daran denkt im Augenblick bei den Grün-Weißen mit Sicherheit niemand. Freistoß Suttner. Hartenberger wünscht den Ball nicht. Oder doch. Es gibt auf alle Fälle Einwurf für Rapid. Karl Dachsbacher nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Eine gelbe Karte gibt es noch für Emin Sulimani. Seine 10. gelbe Karte, seine erste als Kapitän. Für die Austria. Die 3-minütige Nachspielzeit in diesem Augenblick vorbei. Die wahrscheinlich letzte Aktion in diesem Spiel. Dieser Freistoß, der natürlich von Milenko Acimovic ausgeführt wird. Robert Schergenhofer muss noch einmal die Gemüter beruhigen. Freistoß Acimovic. Meierhofer. Und Dober im eigenen Strahl, das war's. Rapid gewinnt das Wiener Derby gegen die Austria mit 3:2. Und damit beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Salzburg nur mehr oder immer noch 7 Punkte. Und sehr gerne. Das war heute ein wirklich tolles Fußballspiel. Das war ein echtes Derby. Das war ein Spiel, das alles hatte, was ein gutes Fußballspiel haben musste. Rubin Okotie hat seinen Teil dazu beigetragen, hat die Austria in Führung geschossen, nach etwas mehr als einer halben Stunde, hat die Austria mit dem 2:3 Anschlusstreffer noch einmal zurückgebracht in diese Partie. Aber am Ende steht die Austria mit leeren Händen da. Weil Rapid in der entscheidenden Phase dieses Spiels sehr stark war. Das freut mit Sicherheit auch Präsident Rudi Edlinger. Vielleicht geht ja doch noch was in Sachen Titelverteidigung. Die Rapidler feiern mit ihren Fans den Sieg im 289. Derby. Halbe Stunde gehörte im Hanapi-Stadion den Gästen als Favoriten. Aber dann war Rapid unglaublich stark. Ist mit 3:1 in Führung gegangen. Und am Ende haben sich die Rapidler mit einer energischen Defensivleistung diesen Derby-Sieg auch verdient. Das Hanapi-Stadion bebt wieder, während die Austrianer in die Kabine schleichen.
die Rapidler feiern. Und einer, der heute mit seiner persönlichen Leistung hochzufrieden sein kann, jetzt bei Gerhard Graber, Rubin Raphael Okotie, der zweifache Torschütze für die Austria. Die Enttäuschung ist Rubin Okotie ins Gesicht geschrieben, auch verständlich. Allerdings der Schiedsrichter war heute nicht der ausschlaggebende Faktor für Rapid. Rubin Schergenhofer hat, meine ich, eine sehr gute Leistung gebracht, der FIFA-Schiedsrichter aus Vorarlberg. Und auch bei der angesprochenen Elfmetersituation ist er meines Erachtens richtig gelegen, hat zu Recht auf Foul von Schima gegen Boskovic entschieden und damit auf Elfmeter für Rapid. Die Zahlen eines packenden, eines spannenden, eines hochklassigen Wiener Derbys, eigentlich vollkommen egal. Das war heute einfach ein geiles Fußballspiel, das Rapid gegen die Wiener Austria mit 3:2 gewonnen hat. Es war im Großen und Ganzen ausgeglichen. Es war ein echtes Derby mit einem Torschussrekord. 44 Torschüsse in einem Spiel, das hat es in dieser Saison in der Bundesliga noch nicht gegeben. Rapid feiert vor allem sich selbst. Rapid feiert, dass der Rückstand in der Tabelle auf Salzburg jetzt 7 Punkte beträgt. Nächste Woche gastiert Rapid in Linz beim LASK, der wird ja von einer Rapid-Ikone trainiert, von Hans Kranke. Und die Salzburger, die müssen noch hierher ins Hanapi-Stadion. Alles Weitere zu diesem hochklassigen Fußballnachmittag. Jetzt bei Jörg Kühne und Herbert Weber. Ja, die Jubeltraube auf dem Feld, außerhalb davon auch. Da rutschen sie, da grätschen sie, aber nur für sich. Es darf gefeiert werden. Rapid siegt wieder nach zwei sieglosen Spielen und das, nachdem es eh nur mehr um Platz 2 geht, im vielleicht wichtigsten oder im schönsten Spiel der Saison, Herr Weber. Es war ein wunderschönes Spiel. Beide Mannschaften haben sehr offensiv gespielt. Zuschauer waren alle begeistert von beiden Seiten. Die Austrianer können mit der Leistung der Austria absolut zufrieden sein. Natürlich enttäuschend nach so einer guten Leistung, wenn man verliert. Rapid ist mit mehr Dynamik in der zweiten Halbzeit herausgekommen, hat im entscheidenden Moment die nötigen Tore geschossen. Aber es würde auch verdient sein, wenn es heute ein Unentschieden gegeben hätte. Gehen wir gleich in Medias Res. Stimmen gibt es noch genug. Rapid ist sehr flott, sehr engagiert in die zweite Spielhälfte reingestartet. 65 Sekunden waren bei dieser Aktion gespielt. Doba, Schaffer wieder gut und dann Eder mit dem Nachschuss. Der Schaffer hat irrsinnig viel zu tun gehabt in diesem Spiel. Das sieht man immer wieder, hat hervorragend reagiert. Schon beim Freistoß von Doba und natürlich auch beim Nachschuss von Eder hervorragend wieder aufgestanden, noch einmal reagiert. Macht sich Rubin Okotie zu einfach, wenn er sagt, der Schiedsrichter war heute doch zu einem gewissen Teil mit Schuld daran, dass die Austria nicht gepunktet hat? Ich habe keine entscheidenden Fehlentscheidungen von Schiedsrichter Schörgenhofer gesehen. Ich glaube, dass er eine sehr gute Leistung geboten hat. Die Austria hat gut gespielt, aber im entscheidenden Augenblick dann die Torschancen nicht verwertet. Und er lag auch in der 52. Minute richtig die Elfmeterentscheidung zugunsten der Rapidler. Die Entstehung dazu, alle vergessen. Boskovic, Schima, der läuft wenigstens zurück, aber rammt ihn dann so richtig unorthodox um. Und hier muss man einfach Elfmeter geben. Ja, für mich war es auch ein ganz klarer Elfmeter. In dieser Situation darf eben der Frenkie Schima nicht so reagieren. Sieht man noch einmal, dass Meierhoff in Wirklichkeit im Abseits war, aber im passiven Abseits. Boskovic nicht und dann kommt Schima und rammt ihn von der Seite um. Also für mich ein ganz klarer Elfmeter. Steffen Hoffmann heute an allen Rapid-Treffern beteiligt. Zweimal als Assistgeber und einmal eben als Schütze. Die Vollendung dann der Elfmeter, 53. Minute. Steffen Hoffmann glasklar sichtbar auch noch. Ja, relativ locker würde ich sagen, zum diesem Spiel vielleicht schon vorentscheidend 2:1. Von da weg hat sich vielleicht Rapid um einiges leichter getan und sie haben dann auch die Räume vorgefunden, um noch mehr Torschüsse herauszuspielen. Es war irgendwie von A bis Z, von 1 bis 90 heute seine Partie, die Partie des Kapitäns von Rapid. Steffen Hoffmann bei Gerhard Grabert. Ja, Steffen, sind das einfach auch die schönsten Siege gegen die Austria? Ja, natürlich. Ja. So ein Derby ist immer was Besonderes für jeden einzelnen Spieler. Natürlich auch was ganz, ganz Besonderes für unsere Fans. Und
solche Siege sind für sie. Wir haben in den letzten Wochen nette Ergebnisse gehabt, die wir uns erwünscht haben. Aber ich denke, mit dem Derby-Sieg heute können sie sehr zufrieden nach Hause gehen und das werden wir auch machen. Den Elfmeter, da den Tormann einfach ausgeschaut, abgewartet, oder ist das vorher schon festgestanden, wo sie hinschießen? Ja. Was jetzt? Ja, schon, man schaut da schon ein bisschen, oder? Man versucht es einfach immer zu trainieren. Und das machen wir sehr viel, Helge und ich. Und ja, es ist eine reine Übungssache. Und im Moment habe ich das nötige Selbstvertrauen, das zu machen, und bin froh, dass es so gut klappt. Warum haben wir heute die Offensivreihen so dominiert in diesem Spiel? Ja, ich denke, es war ein tolles Spiel. Beide Mannschaften haben sehr offensiv gespielt. Die Austria war sehr offensiv aufgestellt und hat immer wieder versucht, nach vorne zu kommen. Und dadurch ist es, glaube ich, ein sehr schnelles Spiel geworden mit sehr vielen Offensivaktionen, aber sicher auch ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr gutes Spiel. Was sagen Sie denn zur Knipserqualität eines Jürgen Patocker? Ja, der Himmel, wenn er da vorne drin ist, dann ist er gnadenlos. Ist die Meisterschaft jetzt wieder offen? Das wäre ein bisschen komisch. Es sind noch sieben Punkte. Und wichtiger sind die sieben Punkte nach hinten. Und die sind sehr gut. Und auf das können wir heute stolz sein. Dankeschön, Steffen Hoffmann. Und da haben wir auch schon den Torschützen zum wohl entscheidenden dritten Tor heute für Rapid. Jürgen Patocker, He-Man werden Sie auch genannt. Warum waren Sie da so völlig stressfrei in dieser Situation? Ja, es war eine Flanke von Steffen Hoffmann. Ich bin auf den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, der ist irgendwie dann... Wir sehen es. Durch. Da kommt die Flanke. Ja, den Kopfball. Und der ist irgendwie aufgekommen. Und ich habe als Schnellster reagiert und... Habe dann mit dem Fuß reingehauen. Ja. Volle Konzentration da in der Situation, gell? Natürlich, so frei komme ich nicht oft vor das Tor. Und ja, ich freue mich einfach, dass mir das Tor gelungen ist. Jetzt hat man 3:2 gewonnen, zwei Gegentore erhalten. Warum hat man denn den Okotia nicht halten können? Ja, das war ein Stellungsfehler von uns hinten. Man weiß, wenn man Ruben Okotia ein bisschen an den Raum lässt, dass er brandgefährlich ist. Wir haben es bei zwei Situationen nicht gemacht und haben die Tore bekommen. Aber im Endeffekt, glaube ich, war der Sieg verdient. Weil? Ich glaube, zweite Halbzeit, wir wollten den Sieg, glaube ich, mehr wie die Austria. Und natürlich dann durch den Zwei-Tore-Vorsprung war es für uns natürlich dann leichter. Wir haben im Endeffekt dann müssen bei ein paar Situationen ein bisschen mehr Konzentration vom Tor haben müssen. Aber es hat gereicht. Glauben Sie, dass man Salzburg damit noch ein bisschen nervös machen kann jetzt? Also wir schauen jetzt nicht auf Salzburg. Wir wollen jetzt den zweiten Platz einmal einzementieren. Und wir werden dann sehen, was noch rausschaut am Ende. Dankeschön. Okay. Jürgen Patocker mit dem ersten Saisontreffer heuer nach dem Eckball. Und dass es auch wirklich ein Eckball war, das zeigt die Szene eben, wie es dazu gekommen ist. Stefan Meyerhofer und Schabol Schaffer lenkt und man sieht es zwar nicht gut, aber man sieht es doch irgendwie den Ball entscheidend ab. Es war eine Berührung da, die Ecke ist zu geben gewesen. Sei es drum, 3:1 Rapid. War es danach für die Austria gelaufen? Ja, wie der Spielverlauf war nicht, weil die Austria ist noch einmal rangekommen und ist zum Schluss extrem gefährlich gewesen. Hat auch Torschancen gehabt, hätte den Ausgleich noch erzielen können. Aber was ich noch zu den zwei Gegentoren der Austria sagen will, dieses dumme Foul, das zum Elfmeter geführt hat, und dieses Tor von Patocker, wo man im Fünferraum so einen krassen Deckungsfehler macht, also da darf man sich dann nicht wundern, wenn man verliert. Also da braucht man dem Schiedsrichter Schörnhofer wie der Okotie dann nicht Probleme machen, indem er Sorge hat, nicht so gepfiffen, wie man das erwartet hat. In dieser Phase hat sich die Austria also selbst schwer gemacht. Die Austria hätte noch die Möglichkeit gehabt, heranzukommen, ist auch heranzukommen. Danach war auch noch genug Zeit, dass erst in der 67. Minute Okotie Doppelpack nach Basina zuspielt. Kulovic in dieser Aktion nicht energisch genug. Ja, die Defensive von Rapid ist nach dem ersten Gegentor von Okotie nicht gescheiter geworden. Sie reagieren wieder nach einem langen Pass. In Wirklichkeit sehr langweilig, muss ich sagen, weil sie geben Okotie wieder diesen Raum, um zum Torschuss zu kommen, und dass er platziert und sehr genau schießen kann. Das hat er schon öfters gezeigt, und dann ist es für Rapid
wieder sehr gefährlich geworden. Jetzt hat Rapid 7 Punkte Bonus auf den dritten Platz, aktuell SK Sturm, 7 Punkte Malus auf die Salzburger. Ja bitte, worum geht's denn bei den Hütteldorfern noch in dieser Saison? Ja, natürlich um Punkte und Siege. Jeder Spieler, der auf den Platz geht, will einfach Spiele gewinnen. Wenn sie noch einmal näher herankommen, also dann müsste in Salzburg wirklich einiges passieren. Genauso könnte man sagen, dass die Austria Rapid noch überholt. Und das wird Austria wahrscheinlich auch nicht gelingen. Die Austria kann es aus eigener Kraft noch schaffen, abgesehen vom Cupfinale gegen die Admira Dritter zu werden, das Duell gegen Sturm Graz in 2 Wochen heute. Ja, ich glaube, dass die Austria auch heute wieder gezeigt hat, dass sie die Qualität hat, auch Dritter zu werden. Sturm ist wieder gefestigt, das haben sie auch gestern gezeigt. Sie lassen in der Defensive kaum noch was zu. Sie haben wirklich die letzten Runden kompakt auf die Defensive geachtet. Sie schießen zwar nicht mehr so viele Tore wie im Herbst, aber beide Mannschaften haben auch die Qualität, diesen dritten Platz zu erreichen. Die Anfangsphase im Derby heute, die hat der Austria gehört. Die Austria ist auch 1:0 in Führung gegangen. Die Austria hat dennoch verloren. Karl Dachsbacher bei Gerd Grabert. Ja, es gab eben diese Führung, Karl Dachsbacher, am Ende jetzt diese Niederlage. Wo sehen Sie denn die Ursachen heute? Naja, Ursachen. Ich finde, wir haben sehr gut gespielt. Die Leistung meiner Mannschaft war in Ordnung. Es ist halt hier im Hanapi-Stadion sehr schwer zu gewinnen. Es geht ja anderen Mannschaften auch so, dass sie einfach gut spielen und es nicht schaffen, hier zu gewinnen. Das habe ich bei Ried gesehen und bei 2, 3 anderen Clubs auch. Da ist Rapid einfach zu stark dann. Rapid zu stark oder auch die Defensivarbeit bei der Austria nicht immer so hundertprozentig konzentriert heute? Naja, das dritte Tor war natürlich ein krasser Abwehrfehler. Beim zweiten Tor weiß ich nicht ganz genau, wie die Situation war. Aber hat er anscheinend sehr gut gemacht, der Rapid-Spieler. Und daher will ich nicht sagen, es war ein Abwehrfehler. Sie meinen die Elfmetersituation, Franz Schiemer eben gegen Branko Boskovic. Vielleicht können wir uns das sogar ansehen, diese Szene. Schiemer da vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Ball konzentriert und zu wenig auf den Gegenspieler. Ja, gerade das ist ja das Richtige, dass man sich auf den Ball konzentriert und nicht auf den Gegenspieler. Denn der Ball soll ja gespielt werden, finde ich. Also das ist beim Fußball so üblich, also daher kann ich ihm da auch keinen Vorwurf machen. Aber jetzt, wo Sie es sehen, Elfmeter klar. Ja, wenn man sagt, er darf nicht den Ball spielen und wird dabei gehindert, das wird verhindert, dann war es ein Elfmeter. Wir schauen es noch einmal an. Sehen wir es noch einmal, die Szene aus einer anderen Perspektive. Ja, also eigentlich gibt es nichts mehr dazu zu sagen, finde ich. Okay, dann hätten wir das besprochen. Austria verliert hier im Hanapi-Stadion nach einer sehr starken Leistung. Was nimmt man jetzt mit für die nächsten Runden, für die letzten 5 Runden? Ja, was sollen wir mitnehmen? Wir müssen das nächste Spiel versuchen wieder zu gewinnen, ganz einfach. Hier gewinnen wir nicht, also hier schaffen es wenige Mannschaften, das habe ich schon betont, weil es sehr, sehr schwierig hier ist. Man muss gegen eine starke Rapid-Mannschaft hier spielen. Und daher haben wir das nächste Spiel zu Hause und das ist wieder natürlich eine Chance für uns, um 3 Punkte zu machen. Das Positive, dass Rubin Okocie heute wieder bestätigt hat, dass er momentan in Topform ist? Naja, der Rubin hat ein tolles Spiel gemacht, 2 super Tore geschossen und hätten eventuell reichen können für einen Unentschieden, aber es hat ihm nicht gereicht. Dankeschön. Ja, und eine Gegenüberstellung haben wir noch. Wir haben schon im Vorfeld über Hoffmann, über Acimovic gesprochen. Was hat uns Acimovic heute gezeigt? Zunächst mal in der 77. Minute, wohlgemerkt beim Stande von 2:3, diesen Kracher, super Freistoß, den Helge Beier auch super pariert hat. Und dann die Daten und Fakten zu den beiden Regisseuren. Und wir sehen, Harry Weber, überall hat Steffen Hoffmann so leicht die Nase vorn, vor allem in den oberen Bereichen dieser Tabelle, wo es wirklich um die wichtigen Dinge geht. Tore, Torvorlagen, Torbeteiligungen schlicht und einfach. Ja, man muss sagen, dass die Austria immer dann großartig spielt, wenn Acimovic das Spiel macht. Heute hat er es nicht gemacht und die Austria hat trotzdem gut gespielt, aber natürlich haben seine Ideen noch gefehlt. Er war heute nicht ganz der Acimovic, den wir kennen in so großen Spielen, wie zum Beispiel heute im Derby. Und Steffen Hoffmann hat gerade das gezeigt, was man von ihm erwartet. Er ist ein unglaubliches Laufpensum gegangen, hat noch dazu nicht nur das zweite Tor geschossen, die anderen beiden Tore aufgelegt. Was will man mehr? Ein Spielmacher, eine Spielerpersönlichkeit, die
überragend ist, fast in jedem Spiel von Rapid dominante Erscheinung. Und bei Cimovic ist es eben so, dass es immer wieder Licht- und Schattenseiten gibt. Trotzdem ist er einfach ein genialer Fußballer. Ich will jetzt wirklich nicht immer in diesem Café-Sud lesen. Bei Rapid will eh niemand was vom Titel wissen. 7 Punkte sind sie auch weg. Aber wie sehr muss Rapid diesen in den letzten beiden Runden nicht gemachten 5 Punkten nachtrauern? Das wären bitte schön 2 Punkte auf Salzburg und es wäre riesig spannend, so wie in der Adeliga. Es wäre riesig spannend für die ganze Liga natürlich, auch für Premiere, das ist ganz klar. Aber so ist es eben im Fußball. Manches Mal bringt man großartige Leistungen. Heute hat man gesehen, zu welchen Leistungen Rapid fähig ist. Das haben sie auch im Frühjahr des Öfteren gezeigt. Aber dann kommt eben ein Spiel wie gegen Sturm, wo fast nichts gelingt und Sturm wirklich eine großartige Leistung bietet, vor allem in der Defensive. Und mit einem Mann weniger eine ganze Halbzeit sehr, sehr guten Fußball gespielt hat hier in Wien. Und da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass man im entscheidenden Moment vielleicht ein ganz wichtiges Spiel nicht gewonnen hat. Dann sagen wir ganz einfach, die Rapid-Kür beginnt jetzt, nächstes Wochenende schon. Denn so ein Derby-Sieg ist ja Pflicht gegen die Austria. Die Kür beginnt beim LASK, Backhult zu Gast bei Krankl. Wahnsinn, was erwartet uns da? Es wird sicher ein sehr interessantes Spiel, weil ich habe den Hans Krankl neben mir stehend heute gesehen im Hanapi-Stadion. Also er wird sich einiges abgeschaut haben und wird versuchen, seine Mannschaft so gut wie möglich auf die Grün-Weißen einzustellen. Aber so wie Rapid heute gespielt hat und so wie man sie auch auswärts immer wieder erlebt, werden sie es dem LASK sicher sehr schwer machen. Gut, wir sind gespannt, wir freuen uns drauf und jetzt freuen wir uns noch auf die Worte von Peter Parkholt, Gerd Rabat. Ja, Peter, was war denn heute alles sehr gut bei Ihrer Mannschaft? Ich denke, das ganze Auftreten über diese 90 Minuten, sicher haben wir es am Anfang ein bisschen schwer getan, aber ein Derby-Sieg ist einfach für uns immer alle das Allerschönste der Gefühle. Und ich habe halt schon vorhin gesagt zu den Kollegen, also wir als Mannschaft, wie ich als Trainer, als Verein, widmen natürlich diesen Sieg der Fans, weil es ja auch für mich nicht einfach ist, weil man ja doch der eine oder andere immer vorwirft, hoppala, dass ich mir von anderen Lager halt mit den einen oder anderen befreundet oder aufgewachsen bin. Aber deswegen ist trotzdem mein Herz da bei Rapid und trotzdem werde ich als Trainer immer versuchen, jedes Spiel für Rapid zu gewinnen. Und umso schöner ist natürlich dann für mich und auch eine Genugtuung, wenn du dann einen Derby-Sieg wieder den Fans schenken kannst. Aber Kompliment der Mannschaft, wie sie nach diesem 0-1 weitergearbeitet hat, wenn wir gleich 10 Sekunden später gleich die Chance auf den Ausgleich gehabt. Und darum ist für mich einfach sensationell, dieses Derby wieder gewonnen zu haben, eben mit der Mannschaft für die nächsten schwierigen Wochen, was noch kommen. Es war natürlich ein unglaubliches Spiel für die Zuschauer, für die Fans, ein richtiges Spektakel. Für einen Trainer natürlich, denke ich mir, umso anstrengender, oder? Muss unglaublich aufs Herz gehen, so ein Spiel. Ja, vor allem nach diesen 3-2 fängt natürlich alles wieder von vorne. Bei 3-1 hast du ein bisschen Ruhe, aber dann kommen einfach die Momente, wo beide Trainer, ich habe den Karl auch ein bisschen gesehen auf der Seite, der was dann so einen Korbwicker schon gekickt hat, weil einfach dann natürlich, du siehst von heraus, als willst du das verhindern, kannst du das aber nicht verhindern, weil du nicht dabei bist. Und das sind immer die schwierigen Momente, aber schlussendlich hat man Vertrauen in die Mannschaft, schenkt den Spieler das Vertrauen und umso schöner ist, wenn man dann so einen Derby-Sieg feiern kann. Sind Sie gerade so schön euphorisch? Sind Sie euphorisch genug, um vielleicht auch eine Kampfansage Richtung Salzburg noch loszuwerden? Die einzige Kampfansage, was ich mache, ist, dass wir diesen Punktevorsprung jetzt auf Platz 3, 4 sich weiterhin hart verteidigen, dass wir diesen Punktevorsprung so gestalten, dass wir am Jahresende einen Platz erreichen, der was uns berechtigt, international zum Spielen. Das wäre der Meister auch. Ich habe gesagt, wenn wir einen internationalen Platz erreichen, werden wir alle sehr zufrieden sein. Danke. Also Saisonziele klar abgesteckt bei Rapid, Saisonziel Platz 2 und dafür sieht es jetzt auch wirklich gut aus, wie man sieht an der Tabelle nach 31 Runden. 7 Punkte hinter Salzburg, 7 Punkte vor Sturm und vor der Austria. Das durch den 3-2 Derby-Erfolg gegen die Wiener Austria. Wir einigen uns darauf, Herdi Weber, das war heute Werbung für den Fußball, aber was für eine Werbung auch noch. Absolute Werbung. Ich bin wirklich froh, dass ich heute hier dabei war. Dieses Derby wird uns sehr lange in Erinnerung bleiben. Das sind wir.